So, willkommen zurück zum siebten Part von Planet Wars. Wir müssen zum Putzen und das war, und zwar sehr dringend. Denn ein Einhorn möchte gerne gepflegt werden. Und das sehr gerne und sehr regelmäßig und sehr häufig. Und ein Einhorn muss glitzern und überhaupt. Es glitzert wieder, es geht ihm gut. Es braucht nichts zu trinken, nichts zu essen. Es braucht nur einseitige Pflege. Ist doch auch okay. So, Geländeritt. Europa. Die Europameisterschaft. Deine Siegesserie verschafft dir einen guten Ruf, Chrissy. Nur die besten Reiter nehmen an dieser Europameisterschaft teil. Zeig ihnen, dass du dir die Teilnahme verdient hast. Gut. Dann werden wir das wohl tun. Der Sprung ist doch schon mal ganz gut gegangen. Hinten rechts sehen wir Pixelwasser. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wir genießen diesen unvergleichlichen Ausblick. Es ist und bleibt sehr spannend. So, wir sind jetzt bei 46 Sekunden und haben 2:22 Zeit. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Unser magisches Einhorn. Die eierlegende Wollmilchsau. Bekanntlich. Ich weiß immer noch nicht, warum sie so viele Blumen an sich hat. Es ist irgendwie überall eine Blume dran. Aber gut. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch egal. Rüber und weg. So, wir sind jetzt hier bei 1,50. Wir sollten ein bisschen Hilfe machen. Eigentlich sieht es sogar ganz gut aus, hoffentlich. Nicht. Das passiert übrigens, wenn man die Kurve nicht kriegt. Aber gut, ich habe gerade gesagt, es sieht gut aus, aber wir machen das gleich einfach nochmal. Nochmal. Ne? Das soll doch irgendwie gescheit wirken. Wir sind auch ziemlich über die Zeit drüber. Aber gut. Du konzentrierst dich 2 Sekunden nicht und dann hast du es gleich verbockt. Tschüss. Nee. Aber wie gesagt, wir machen das nochmal. Das Einhorn läuft nicht mehr. Du hast keine Medaille gewonnen, aber nicht gut geschlagen. Naja. Snow ist schneller geworden. Snow ist von der Schnelligkeit zumindest austrainiert. Das ist ganz gut. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Wir müssen es sowieso nochmal machen. Also von daher. Ich finde es nicht schlimm. So, Text haben wir ja von eben, das ist das gleiche. Und ich werde es nicht rausschneiden, weil irgendwie ist es da gefällt. Es ist da nicht echt. Also von daher, auf ein neues. Das erste Ende, das haben wir gut geschafft diesmal. Auch wieder ist der Pixelsee zu sehen.
Tja, wollen wir mal sehen, ob wir es diesmal hinkriegen. Ich war mir eben noch total siegessicher. Och, ja, wird schon. Und naja. Gewinnen ist, wenn man ständig gewinnt, ist auch irgendwie langweilig, ne? So, wir sind wieder bei 50 Sekunden. Also rum ums Eck und zum nächsten Hindernis, bitte. Höchste Konzentration. Ich weiß nicht, warum diese Tore hier zu Deko stehen währenddessen. Bisschen rüber. Scheinbar reicht das noch so. Gut. Wie gesagt, hier fehlt uns ja noch eine Seelenzüdigkeit, die suchen wir eben dann noch auf jeden Fall raus. So, jetzt genau aufpassen. 2 Minuten 10. Schon besser. Tap. Gut, zeitlich liegen wir jetzt auch nicht so top drin drüber, aber wir haben zumindest keine Verweigerung. Das ist schon mal gut. Flackernde Blumen gerade im Hintergrund gehabt, das ist auch sehr romantisch. Und zumindest haben wir Silber gewonnen, das ist doch schön. Toll, du hast es geschafft. Eine weitere Medaille für deine Trophäensammlung. Es war richtig, dass ich für dich für die Weltmeisterschaft in den USA angemeldet habe. Ach, habe ich dir noch gar nicht erzählt? So, 40 Münzen, gelbe Hufglocken und Geld. Das hat länger gedauert, als ich gedacht hätte. Hoffentlich sind wir rechtzeitig zum Turnier zurück. Aber bleib konzentriert. Konzentration ist bei solchen Wettbewerben wichtig. Oh weia. Ich würde das Ding erstmal gerne in Dings finden, aber ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Also. Ja. Also wir reiten jetzt einfach hier lang. Ich glaube, das ist schneller. Ich weiß es nicht. Wir suchen ja noch das eine Ding. Und das sollte auf jeden Fall gesucht und gefunden werden. Dann haben wir das. Ich weiß nicht, ob der Weg jetzt der schnellere ist, aber naja, wenn nicht, dann haben wir einen Ausritt gemacht. Ohne irgendwelche großartigen Müllsammelziele. Das muss ja auch mal okay sein. Ich denke, ich kann da auch mit dem Silber zufrieden sein. Es hat eine schlimme Konkurrenz wie im ersten Versuch. Diese Argumente, also diese Begründung ist, denke ich, auch okay. Wir haben auch die komischen Kühe im Hintergrund. Überall herumwehen Hufeisen, aber ja, nein. Die können da, von mir aus können sich da festwehen. Ich kümmere mich nicht drum. Ja, vergiss es. Gut, ich war doch scheinbar nah genug dran. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut. Dann ist das jetzt so. Aber wir haben 4 von 10. Aber ihr sagt doch nur, wir müssen mehr finden. Toll, dann habe ich also irgendwann mal alle gesammelt. Danke. Kommt.
Das ist dann auch toll. Was erledigen wir damit? Ich nicht weiß, wie lange wir noch hier reiten müssen. Nein, da ging es nicht lang. Ich weiß nicht, wohin es genau ging. Das Pferd hat gerade sogar gewirrt. Da ist es, hier ist es doch. Meine Güte. Die Burg. Endlich. Meine Güte. Geht doch. So, da hatten wir jetzt auch unser Gold. Du hast eine verfallene Burg entdeckt. Die stammt vermutlich aus dem 10. Jahrhundert. Diese Mauern erheben sich seit Jahrhunderten über diesen Ort. Man braucht keine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen. Okay, wir haben scheinbar noch nichts gewonnen. Auch gut. Jetzt müssen wir noch ein bisschen sinnlos durch die Gegend reiten, dass die Energie wieder runter ist. Jetzt wisst ihr zumindest, wo alles drei jeweils ist. Wie gesagt, Hufeisen. Nope. Nope, nope, nope. Hier hinten ist Müll. Prima. Dann sammeln wir die nochmal ein. Oder? Nö. Wir retten sie durch die Gegend. Das Pferd muss sich aber komplett frei fühlen, also nicht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich dann keine neue Medaille kriege. Aber dann ist es halt so. Beziehungsweise ist auch okay. Es ist nicht schlimm, ich finde. Snow sieht müde aus. Aber die Ausdauer hat sich verbessert. So, Snow muss geputzt werden. Beziehungsweise wir schamponieren dieses Pferd gleich wieder ein. Nicht, dass wieder sonst irgendwas ist. Schön, dass das immer sehr schnell geht mit dem Einputzen. Genau. Mit dem Einschamponieren. So, du glitzerst wieder. Ist ja prima. Gehen wir mal hier in den Laden und gucken, ob wir noch irgendeinen Mist. Rosa Leggings zum Beispiel. Oh, die ist aber schön. Ich glaube, die kaufe ich jetzt. Meisterschaftsbluse. Krokohut ist aber unschön, also echt. So. Rose gibt es auch nicht weiter. Schön. Gut. Gibt es hier was Neues? Nicht wirklich. Ich glaube, weil hier rosa Springglocken, die nehmen wir auch mit. Ist doch. Ja, ich wollte gerade sagen, ist nicht rosa. Hilfe. Naja. Gut. Blub. Hat's gemacht. Sieht schon ein bisschen komisch aus, weil sich überlappt, aber gut. Warum nicht? Man gönnt sich sonst nichts. Sehr, sehr bunt. Okay. Doch recht kontrast intensiv. Die Friedenspfeifen. Rauchendes Erdmännchen ist wirklich ein Tollpatsch. Auch schon gemerkt. Die Friedenspfeifen, die ihr zum nächsten Treffen der Sterbe mitbringen sollte, sind vom Laster gefallen. Laster? Okay. Sie sind vom Laster gefallen. Er muss sie finden. Das Treffen ist schon heute Nacht. Alles klar, und wir müssen das jetzt regeln. So wie immer scheinbar. Also wir sind scheinbar eh alles für alles verantwortlich. Der verwies das, hier sammle mal ein. Aber zumindest haben wir sowas hier vom Spiel immer etwas zu tun. Es gibt manche Spiele, da bist du in einer halben, dreiviertel Stunde durch, siehe Barbie. Ja, das war Wo ist Lucky war sehr schnell durchgespielt, leider. Oh Gott. Da gibt es auch Spiele zu gefühlt Wochen dran. Also, das ist auch okay. Ich denke, für jeden gibt es das richtige Spiel. Also, von daher.
Und wie weit geht's mir hier lang? Ich schnappe uns auf jeden Fall die Möhre, die es hier gibt. Ist denn wieder irgendwas? Es hört sich immer nach Lagerfeuer irgendwie an. Lagerfeuer-Romantik oder so. So, hier geht es scheinbar nicht weiter. Also retten wir hier eine Schleife und retten dann gleich wieder zurück. Ja, so ist das hier. Ich weiß nicht, mit was sie hier knistern. Also es ist echt ein bisschen komisch. Aber gut, ist nicht meine Wildnis. Hier wollen wir ein Lebenspferd. So, Bronze hätten wir auch. Ich weiß nicht, was die da für eine Party veranstalten wollen. Das ist echt eine Menge hier, was hier rumliegt. Vor allem kann ich das selbst machen, wenn er es verloren hat. Er wird so nie aus seinen Fehlern lernen. Aber gut. So, Nummer 24 und da ist Nummer 25. Und so haben wir gleich die silberne Medaille. Pferd bleibt einfach stehen, das ist immer so super. Ich glaube, ich habe es hier nämlich geschafft, die alle 42 zu sammeln. Das ist doch ein bisschen viel. Aber ich gebe mich trotzdem mit Silber echt zufrieden. Also von daher. Snowdo, ihr habt träumender Bär erneut geholfen. Jetzt kann das Treffen der Indianerstämme wie geplant stattfinden. Tja. Du kannst hier im Laden neue Kleidung kaufen. So, rosa Stiefel, oh ja. Puh, die Ausdauer hat sich verbessert. Wir sind jetzt mit der Ausdauer fertig. Und unsere Reiterfahrung, die können noch zweimal wachsen. So, wie liegt die nächste Tätigkeit? Was gibt es hier noch so? Machen wir das Initiationsrennen. Die Comanchen erweisen dir eine seltene Ehre. Sie erlauben dir, auf dem Initiationskurs zu reiten, der nur jungen Indianern offen steht. Du musst um die drei Bäume der Geister besuchen, um die Bindung zu deinem Pferd zu stärken. Ich merke, wir sind jetzt über den 15 Minuten, also ein bisschen drüber, aber ist gerade so spannend, ne? Dann ist es so. Passiert. Also Pferd bleibt nicht an der Kante hängen. Danke. Müsste der erste Baum sein. Genau. Oh, hier kann man runterspringen. Prima. Ich hätte es jetzt gar nicht gesehen. Gut. Was war das für ein Hüpfer? Gut. Also wahrscheinlich so eine ewig lange Strecke von 300 Jahren, die du jetzt reiten musst hier. Ich ja jeder Geduldsmensch hoch 10 bin, ist das immer so eine Sache irgendwie. Manchmal bin ich nicht ganz geduldig. Aber gut. So ist das ja. Lauf doch mal dagegen, das ist toll. Nee, da brauche ich nicht lang. Kannst du vergessen. So, das müsste der zweite Geisterbaum sein. Genau. Jetzt müssen wir noch den dritten suchen. Ist er denn?
Wir dürfen über die Brücke, das ist doch schön. Freut mich. Da ist er doch. Wir haben es gleich geschafft. Prima. Bravo. Nur Varokumanschen können die Bäume der Geister finden. Die Indianer freuen sich darüber, dass du die Initiationsritus bestanden hast. Willkommen im Stamm. Yippie. So 40 Münzen und einen braunen Sattel. Und eine beige Shorts. Ich finde diese Shorts schlimm. So. Bevor wir weitermachen, bis zum nächsten Part. Also bleibt dran. Bis gleich.